Ich habe jetzt für jeden Ofen 48 Holzkohle. Das wird ja wohl, glaube ich, reichen erstmal, oder nicht? Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu Attack of the B-Team mit Mega the Gaming. Peace, Freunde, und herzlich willkommen. Ja, und einer Fidicado. Es ist kein Ei, was ich gerade in der Hand habe, sondern eine Zelle. Die werde ich jetzt hier in den DNA-Prater reinmachen. Und irgendwas gefällt mir hier an dem DNA-Prater gerade nicht. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Jetzt kommt der Witz. Er hat das Ei genommen aus einer Hose. Du Schamose, du Schamose. Ist schon fertig? Kann das? Nee, noch nicht da. Gut, dann kommt das noch rein. Und damit wird DNA Brother, haben wir den No-Fall Brater fertig. Mein erstes Gen ist fertig und jetzt kann es noch initiiert werden, aber dafür brauchen wir Blut. Ja, und welches Blut nehmen wir denn? Ey, wo muss denn hier noch Kohle rein, in welchen? In allen. In alle? Ja, die müssen immer alle voll sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aachen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich kann zählen. Ah. Yay. Da sind wir alle froh und glücklich. Give me booty shack, boom. Ist da so kein Glas, macht das so? Ja. Noch Glas haben wir, Eisen haben wir, brauchen noch einen Pfeil. Hast du einen Pfeil irgendwie? Ja, in der Mopskiste. In der Möpsenkiste, wo ist denn die Mops? Hinten, andere Seite. Turn the round, please. Turn the round, just around level. Wieso haben wir die nicht in der Waffenkiste? Ach, ich frag lieber nicht. I don't know. So. Warum verbrennt er denn jetzt hier keine Kohle? Weil es voll ist erstmal. Der verbrennt erst wieder, wenn er es braucht. So, komm mal her. Ha, bist hier. Du doof? Nimm doch nicht von mir Blut. Du spritzt hier. Mir irgendeinen Scheiß. Hör auf, nicht mir spritzen. Ja, ich spritze, ich brauch Blut. Ich brauch ganz viel Blut. Aua! Ah, nee. Irgendwas anderes muss ich drücken, um... Ah, mach so. Drück ich mir selber. Aua! Das geht nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich Blut... Das musst du machen. Hier, nimm dir dein Blut ab. Rechtsklick. Aua! So, und jetzt die Spritze wieder her. An Dr. Fidicado. Dr. Fidicado. So. Die Spritze tun wir jetzt erstmal hier rein. Ey, und jetzt muss ich erstmal ein neues Gerät basteln und dann sind wir weiter. Das tut ja ordentlich weh, Alter, ne? Das macht ja einmal wirklich so zack, dann wird der ganz mulmig. Ist ja fast ja, genau. Wie in echt, ne? Mhm. So, wir brauchen eine Zentrifuge, genau. Dr. Die basteln wir natürlich mit 1000 Spritzen, na toll. Ruhig. 4 Spritzen. Da brauche ich nochmal Gläser. Irgendwo Glas, ja, Glas. In der Dingskiste. In der Glaskiste. Baumaterial. Toll, ein Glas. Hä, da ist doch noch mehr Glas drin. Nee, das andere ist Glasschall, Dinger. Ja, okay, da musst du draußen irgendwo Sand sein. Ey, wir haben hier Sand. Ich kann dir Glas machen. Soll ich dir Glas machen? Warte, gleich sind die ersten. Oder wir machen das anders immer so. Schade, geht nicht. Okay. Vielleicht könnte ich draus Glas machen. Ich hoffe, du brauchst gleich nicht mehr so viel Kohle, weil uns geht auch hier die Kohle in den Öfen leer. Ja, ich weiß, das ist auch schon ein Problem. So. Also ich hab dir jetzt Glas gemacht, ne? Hier unten rechts der. Gut, dass ich links guck. So. 4 Stück reichen, ne? Doch, 4 Stück reichen für das erste.
Damit haben wir 5. Das reicht erstmal für 5 Spritzen. Soll noch 5 Pfeile. Das hätte auch gereicht. So. Pfeile haben wir, Eisen haben wir. Mal gucken, ob das jetzt geht. So. Noch ein bisschen Eisen gebrauchen. So, eine Spritze. Zweite Spritze. Und auch noch Eisen. Leichenteil, okay. Also ich runde das jetzt nur noch auf, ne? Und gib dir nur noch das die aufgerundete Kohle. Okay. Ich pack dir die dann direkt schon im Dings rein. Ich habe jetzt für jeden Ofen 48 Holzkohle. Das wird ja wohl, glaube ich, reichen erstmal, oder nicht? Hoffst? Alles eine Frage der Zeit. 4 Stück brauche ich von den. 4 Stück brauche ich. Also ich glaube nicht, dass wir so viel noch brauchen. Jetzt nicht, aber wenn ich die anderen Gene auch noch weitermachen will. Wenn wir noch einiges an Kohle brauchen. Das, was ich jetzt an Kohle in den letzten Folgen verbraucht habe, das war ja nur für eine Spritze. Ja, aber ich finde das sowieso ein bisschen übertrieben. Was willst du denn alles mitmachen? Wie viele Spritzen brauchen wir denn? Also Spritze brauche ich jetzt erstmal nur für die Zentrifugur, wenn die verarbeitet ist. Also es gibt verschiedene Gene. Es gibt das Fluggen, das wir nicht unbedingt brauchen, aber das andere Gen, wo man Lava, also ja. Wo man was? Lava? Ein Flava reinfallen kann, ohne dass man verbrennt, etc. Mal gucken. So. Die Zentrifuge braucht 4 Spritzen. Dann brauche ich noch 4 Eisen und das Basisbuch. Dafür brauche ich 4 Zellen. Mal wieder. Wo holst du die Zellen her? Von irgendwelchen Tieren. Wie macht man das? Mit einem Scraper kannst du abkratzen. Das Scraper abhört, haben. Abkratzen, Alter. Das hört sich voll. So weiß ich nicht. Ach ja, wie willst du sonst die Zellen bekommen? So, wir brauchen noch ein paar Zellen. Ich hole mir mal welche. Abkratzen. So, wo ist hier was zum Kratzen? Ledermaus hat man es ja richtig einfach. Da. Ah, offenbar. Au, Spinne bleibt. Jetzt fällt die runter. So, ich habe jetzt einen Ofen, der bleibt jetzt komplett mit Kohle. Die restliche Kohle, die habe ich jetzt für uns. Die teilen wir dann jetzt irgendwie hier auf. Keine Ahnung. Okay. Dun, dun, dun. So, dann wollen wir mal ein bisschen anbraten hier, ne? Anbraten. Das hört sich voll komisch an, Alter. Ich habe eine neue Projektidee. Wir machen eine Glaskugel. Dort gehen alle YouTuber rein und bekämpfen sich. Was ist das Projekt? Hm? Wo ist dann da das Projekt? Ja, das ist es. PvP und der Glaskugel. Und jeder fliegt raus. Okay. Ich habe jetzt für deinen Ofen, für jeden Ofen, außer jetzt für den hinteren, da wo noch nichts dran ist, ein Stack Holzkohle. Ja? So. Alles klar. Herr Kommissar. Ach scheiße, ich brauche die Spritzen. So, das kommt da rein. Dann brauche ich die Spritzen. 1, 2, 3. Aber in den hinteren brauchen wir ja nicht. Da haben wir noch einen Stack normale Kohle. Aber ich schmeiße in den einen trotzdem schon mal Kohle rein, ja? In den ganz rechten hinten. Kommt aber noch ein Gerät. Ja, aber weißt du, was ich jetzt meine? Guck mal, jetzt ist in jedem Dings drin. Dann haben wir einen Stack Kohle haben wir vor uns noch. Okay. Plus den, was jetzt halt, wo dein Sand drin brennt. Da ist ja auch nochmal ein Stack.
Ist das okay, dass du dann halt erstmal die Kohle da verbrennst? Das dauert ja so oder so nicht lange, aber Das trotzdem. dauert nicht lange. So, Ich guck finde, wir mal. sollten jetzt sowieso erstmal sparen. So geht das. Doch, das stimmt so. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Immer schön sparsam sein. So, jetzt kommt das letzte Gerät, die Zentrifuge. Na, da habe ich ja schon. Da läuft jetzt auch. Was ist Zentrifuge? Da kommt jetzt die Spritze rein, die entfernt die, macht irgendwas mit dem Blut, dass man das vermischen kann. So. Warum hast du hier ein. Ach so, gehen. So, jetzt haben wir das, haben wir die Spritze. Nehmen wir das Gehen. Was erreiche ich Und dann damit? gehen wir nach Hause. Genau. Muss ich irgendwie das Gehen mit der Spritze verbinden, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Aber auf, nicht mir geben oder so, ne? Ah, ich brauche noch ein Gerät, ein DNA-Compiler. Oh Gott, noch ein Buch. Oh Mann, oh Mann. Und noch eine Spritze. Okay. Noch eine Spritze herstellen. Alter, das ist ja. Da. Haben wir noch eine Spritze. Dann brauchen wir DNA. Noch mehr abkratzen, offenbar. Nur noch einen. So, ich gehe noch mal kratzen. Ich tue mal diese Sachen mal wieder rein. Bauen. Mörtel, wozu brauchen wir Mörtel? Ach so. Ich raff immer noch nicht, wie man den Ofen macht. Warte, wieder von raus. Einmal. So geht das also. Lal. Lal. Nee. Nee, das war jetzt das Falsche. Wollte ich gar nicht machen. Wie macht man Genug so einen gesagt. Schmelzofen? Alter, lass mich rein. Lass dir vom Creeper die Tür aufmachen. Ah. Ah. Ja. Ja, hast du es denn? Ich finde, wir sollten auch langsam zum Ende kommen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. 2 Minuten. Deswegen sage ich ja langsam. Muss ich noch das letzte Gerät machen? Dann muss ich dir was spritzen, ja. Ja, hör auf, was willst du mir spritzen? Hör mal auf, bevor du mir irgendwas spritzt, sag mir vorher was. Das musst du dir selber spritzen. Kann dir nichts spritzen. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Dann was ist das? Das No-Fall gehen. Und was bringt mir das? Ja, da kannst du fallen, ohne zu Schaden zu nehmen. So, gucken. Den brauche ich nicht. Raff ich nicht. Den brauche ich. Aber nochmal 2 Zellen. 2 Zellen und Eisen. 2 Zellen. Hier in den Kisten muss einer mal durchchecken. Erzählen ein Buch, Eisen und ja. Prozessor. Ich bin ja mal echt gespannt, wie das aussieht, wenn wir das Ding komplett voll haben, handvoll, weil hier hinten ist ja eine kleine Pfütze. So, wenn das da endlich rauskommt. Okay. Wie viel Level, welches Level bist du? Kriegst du dadurch eigentlich Level, wenn du das machst? Was ist denn jetzt was für Level denn? XP-Level, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch zum Schluss kommen. Noch nicht, bin gleich fertig. Na? Und
Und damit steht der DNA-Combiner hier. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Toll. Alles klar. Bauen wir in der nächsten Folge. Ne, ich brauche jetzt noch eine Folge. Was muss ich brauchen für einen Ofen? Haben wir ein Spider-Ei irgendwo? Nö. Bei Öfen. Bei Öfen, Steine, Mann, das war alles braucht. Seelstein, ey. Durch Zuckerpulver seine Wirtschaft hier hinten checke ich echt nicht durch, was er sich hier aufgestellt hat. Ja. Hä? Ah, Marblestone. Also, warum sieht Marblestone dem Ding so ähnlich? Ich weiß es nicht. Da. Gut, dann beenden wir hier die Folge, dann können wir noch eine machen. Also, wo bist du noch? Ja. So, und damit sind wir am Ende. Den Ofen baue ich halt in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Jahr. Und ja, den Rest erzählt euch jetzt noch. Mega Regini. Ciao.